Willkommen zurück bei Table4TV. Ich bin heute nicht ganz alleine, ich habe kleinen Ragnar hier neben mir liegen und ich zeige euch heute ein bisschen, wie das Schubsen bei Freebooters Feld funktioniert. Zack! Wir sind auch mal dabei. Der Uwe, der David. Für unser Schubsbeispiel sind hier Alejandra und Estrella Nocturna aneinander geraten. Und wir möchten euch erklären, wie das Schubsen funktioniert. Das Schubsen ist eine einfache Aktion und die wird auch mit den Trefferzonenkarten ausgeführt. Allerdings macht man keinen Schaden und dafür gibt es diese neuen Übersichtskarten, wo besondere Effekte draufstehen, die zusätzlich zum Schubsen passieren können. Aber dazu kommen wir jetzt. Die Estrella möchte jetzt natürlich die Alejandra loswerden, weil die im Nahkampf so stark ist und die benutzt ihre einfache Aktion, um zu schubsen. Das macht sie ganz normal mit ihrem Attacke-Angriff, mit den Angriffskarten. Da hat sie eine 2, deswegen darf ich zwei Dinge auswählen. Da sie jetzt keinen Schaden macht und ich auch keinen kritischen Treffer da verursachen würde, könnte man ja denken, das ist völlig egal, was ich wähle. Aber da kommt jetzt halt diese Informationskarte mit den zusätzlichen Effekten ins Spiel. Ich bin ganz clever, oder vielmehr die Estrella, die wählt nämlich einmal den Kopf, weil wenn das kritisch würde, würde ich 3 Zentimeter weiter wegschubsen. Und ich wähle die Beine aus, um das Modell umzuhauen. Das wäre großartig, wenn das klappt. Das ist meine Wahl. Alejandra möchte natürlich versuchen, in der Nähe zu bleiben. Deshalb versuche ich, den Torso zu verteidigen, damit ich nicht weiter weggeschubst werde. Ich möchte auch nicht, dass sie hinter bei mir im Rücken steht. Deshalb verteidige ich den linken Arm. Und umgehauen werden möchte ich auch nicht. Mal schauen, was Uwe gewählt hat. Ich schubse dich mit den Beinen weg. Habe ich verteidigt. Kopf. Trifft. Nach der Trefferermittlung erfolgt dann jetzt die Schadensermittlung, die keine wirkliche Schadensermittlung ist, denn hier wird jetzt einmal gezogen, wie weit Alejandra weggeschubst wird. Dazu ziehen die beiden jetzt Schicksalskarten. Der Angreifer addiert den Wert auf seine Basisstärke, das ist der linke Wert auf der Karte, und der Verteidiger addiert den Wert auf seinen normalen Widerstand. Die Estrella hat eine Basisstärke in beiden Armen von 3. Ist nicht besonders stark. Ha, hat aber eine 9 gezogen. Das ergibt 11. Nochmal! Die Estrella hat eine Basisstärke von 3 in beiden Armen. Das ist nicht besonders stark, aber sie zieht eine 9 dazu. Das ergibt 12. Die Alejandra hat Verteidigung 2. Dann wird jetzt schon schwierig. Müsste ich schon eine 10 ziehen. Schauen wir mal. Bam. Eine 3. Also die Differenz. Ich habe 5, du hast 12. 7 Zentimeter. 7 Zentimeter. Dann stehe ich hier im Gelände. Oder auf dem Gelände. Jetzt kommen ja noch die Zusatzeffekte zum Tragen oder auch nicht. Hätte ich mit beiden Zonen einen Treffer gelandet, wäre automatisch bei einer Zone, die ich mir ausgewählt hätte davon, der entsprechende Effekt der Karte eingetreten. Jetzt habe ich aber nur mit einer Karte getroffen und dann wird eine weitere Schicksalskarte gezogen und wenn da eine Pistole drauf ist, dann tritt der Effekt ein. Das müssen wir jetzt machen. Ja! Sehr gut für Estrella. Ich habe eine Pistole und da ich mit dem Kopf getroffen habe, ist der Zusatzeffekt Kopfnuss so kommt zum Tragen. Weitere 3 cm wird noch zack, weiter fast bis in den Busch. Sehr gut. So geht also das Schubsen. Eigentlich ganz einfach. Ja.
kann das noch mit diversen Attacken kombinieren, zum Beispiel Sturmangriff oder Starkhagel, auch mit Abwarten. Fechtmeister. Ausholen, zielen und schubsen, hört sich albern an, geht aber. So, und warum sollte man schubsen? Das stellen sich jetzt wahrscheinlich einige Zuschauer die Frage. Statt Schaden. Statt Schaden, ja. Warum sollte man schubsen, Uwe? Ja, da steht doch der Leon an der Kaimauer und will mich anstürmen gleich. Oder ich bin schon in Verbindung, der will mich kaputt hauen. Und der hat ja eine sehr schwere Rüstung an. Dann fällt es mir doch sehr leicht, als kleiner Pirat dem einen Deut zu geben. Er fällt ins Wasser und muss mit der schweren Rüstung dann erstmal versuchen, da zu überleben, dass er nicht versinkt. Du willst Leon ersäufen quasi? Nein, nein, ich will ihm nur einen Schubs geben, dass er mal einen Bad nimmt. Schubs in die richtige Richtung. Was da rauskommt, das war nie mein Plan. Okay. Schon mal. Haben wir schon mal erlebt, ja. David, warum sollte man schubsen? Um zum Beispiel ein feindliches Modell von der Spielfeldplatte zu schubsen. Oh, oder vom Spielfeld. Garstig. Zack, weg! Vom Feld gefegt sozusagen. Es gibt da auch tolle Zusatzmissionskarten, da muss man auch schubsen. Stimmt. Bei den Nebenmissionskarten, die es auch noch gibt von Freebooters, gibt es eine Karte, wo man, ich glaube, was, dreimal schubsen, fünfmal schubsen, irgendwie mehrmals schubsen, oft schubsen. Oft schubsen muss und ja. Das Gleiche ist, man hat sich irgendwie, man begegnet sich auf einer großen Hängebrücke in sehr großer Höhe, ja, wenn jetzt einer da runtergeschubst wird, gibt es auch noch Fallschaden. Oder das hier oben vom Turm runterschubsen, das gibt auch sehr viel Fallschaden. Es wird nicht in jedem Spiel laufend gebraucht, aber es hat schon seine Berechtigung und da kann man auch schon mal ganz gute Taktiken mitverfolgen. Insbesondere, wenn man halt diese Zusatzeffekte dazu nimmt. Wir hatten jetzt gesehen, man kann weiter schubsen. Es gibt auch die Möglichkeit, ein Modell umzuhauen. Auch dann würde ich schubsen wollen, weil das Modell ja dann wehrlos ist und erstmal da liegt. Was gibt es denn da sonst noch, Fabian? Oh, wir können flotten Walzer auf das Parkett legen, wenn wir den rechten Arm treffen und die Pistole ziehen. Das bedeutet dann? Das bedeutet, dass wir quasi den Gegner wegschubsen und hinterher marschieren. Sehr gut. Erzähl ich Quatsch? Nee, ist richtig. Nee, ist richtig. Du bleibst im Bildkontakt. Yes. Alles klar. Aber dann hat man nichts gewonnen. Also das muss es schon noch spezieller, finde ich. Schon noch spezieller. Ja. Ist wahrscheinlich eher so eine Zone, die man nicht angreifen möchte, weil der Effekt jetzt nicht so besonders ist. Aber kann man pokern. Genau. Ja. Und da haben wir wieder das Pokerspiel, das altbewährte Pokerspiel von Freebooters Feld. Jetzt die Frage, wenn man jemanden schubst vom Spielfeld und dann macht man einen Crit, hat man ja manchmal gar nicht die Wahl. Muss man dann schmeißt man sich selber auch muss man dann auch vom Spielfeld? Ja, bestimmt. Ich wollte doch nur die Errate füllen. Das kannst du auch rausschneiden. Solche Fragen. Aber wo man Schubsen noch sinnvoll einsetzen kann, wenn man Feuersturm macht, ist meistens effektiver als einmal zuschlagen. Auch das. Einmal schubsen, zweite Aktion, Feuersturm. Ja, du kannst ja durch das Schubsen mit einer Beingrätsche kannst du den Gegner hier umhauen und dann Feuersturm machen. Ja. Man kann auch mit dem Schubsen Modelle in eine Gegend reinschubsen, wo sie dann in Reichweite für weitere Sturmangriffe sind. Ein gefährliches Gelände vielleicht auch. Oder ein gefährliches Gelände. Wie mit dem Wasser. Ja. Genau. Ja. Also. Oder aus einem Boot schubsen. Ich werde im nächsten Spiel nur noch umschubsen. Ja. Okay, das würde ich sagen, war es das eigentlich so zum Schubsen. Vielleicht schreibt ihr unten in die Kommentare, wie so eure Schubserlebnisse waren. Wen habt ihr geschubst? Warum habt ihr geschubst? Wie ist es ausgegangen? Findet ihr Schubsen gut? Seid ihr mehr geschubst worden oder schubst ihr mehr? Das war's dann wieder für heute. Wieder nur ein kleines Infohäppchen. Aber abonniert den Kanal. Schreibt eure Meinung dazu und ganz schnell kommt bestimmt schon das nächste Video von uns. Bis dahin, tschüss!